Thank you.
2:1 für den Gastgeber aus Köln. Das Spiel fand vor 1032 Zuschauern statt. Ich begrüße Gästetrainer Andrej Pawlak und Fortuna-Trainer Uwe Koschiland und würde dann Herrn Pawlak bitten, zu seinem Statement zum Spiel. Ja, fällt mir natürlich jetzt erstmal schwer, weil ich glaube, dass wir hier ein richtig gutes Spiel gemacht haben heute. Dass wir dass wir Fortuna Köln in den letzten zweiten und Vizemeister einen wirklich offenen Kampf geboten haben bis zum Schluss. Vielleicht sogar in vielen Phasen sogar auch richtig gute Torchancen rausgespielt haben. Auch die Möglichkeit hatten zum 2:0 oder nach dem Ausgleich die Möglichkeit hatten, mit dem Konter über Enzmann vielleicht schon wieder 2:1 in Führung zu gehen. Das war absolut in Ordnung. Ich bin mit meiner Mannschaft absolut zufrieden. Die haben mir kämpferisch, läuferisch, auch technisch, denke ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber in den entscheidenden Szenen sind wir einfach dann noch zu grün. Oder zu, wie sagt man, vielleicht auch ein bisschen zu leichtsinnig, leichtfertig manchmal, einfach mal einen Ball zu schlagen. Vor dem Elfmeter kann man einfach mal den Ball klären. Vielleicht einfach auch mal den Seiten aus im Zweifel. Genauso ist bei dem Ausgleich. Ich weiß nicht, wie viele Leute an einem Block muss da dranhängen, wie der abschüttelt. Ja, das sind Sachen, da erwarte ich natürlich mehr Konsequenz hinten. Da muss, wie gesagt, der Ball einfach mal auf die Tribüne genagelt werden, gerade wenn man hier die Möglichkeit hat, was mitzunehmen. Und ich denke, wir hätten heute sicherlich auch einen Punkt verdient gehabt, hier mitzunehmen. Aber Köln hat dann mit Wucht und letztendlich auch mit Aydogmus das Spiel gedreht und von daher Glückwunsch an Uwe und seine Mannschaft, aber dennoch glaube ich, das, was wir heute hier angeboten haben, war absolut in Ordnung und darauf lässt sich sicherlich aufbauen. Wir sollten die Köpfe nicht hängen lassen, weil das war schon absolut gut und von daher weiter geht's. Es ist natürlich jetzt bitter für uns alle, wieder mit einer Niederlage nach Hause zu fahren, aber wie gesagt, wir haben jetzt auch nicht gegen 0815 gespielt, sondern Fortuna Köln, die stehen oben und denke ich, das war lange offen bis zum Ende. Von daher schade, dass nicht mehr rausgesprungen ist und weiter geht's am Freitag gegen Fern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Pawlak. Dann Uwe, deine Sicht des Spiels. Ganz ehrlich, es ist, muss ich mein Seelenleben mal ein bisschen so nach außen drehen, eine ganz, ganz schwierige Situation. Denn auf der einen Seite könnte ich es mir einfach machen und komplett ergebnisorientiert denken und auch ein Stück weit nur registrieren, wie die Bilanz der letzten Spiele ist. Und da muss man sagen, dass wir aus den vier Spielen nach Aachen letztendlich einen sehr, sehr guten Punkteschnitt herausgeholt haben, dass wir jetzt wieder bei 2 Punkten im Schnitt sind, was absolut okay ist. Und man muss einfach auch immer natürlich beurteilen, was bietet einem der Gegner an. Und da bin ich komplett der Meinung, dass Wattenscheid heute aus meiner Sicht, ich habe 2 Heimspiele komplett gesehen, sowohl gegen Schalke als auch gegen Löwen, das erste Spiel mit Sicherheit heute mit Abstand das beste Spiel gemacht hat, weil sie ganz einfach heute eben nicht nur gut organisiert gestanden haben, sondern weil sie sich aus dem schnellen Konterspiel heraus, aber auch aus organisiertem Ballbesitz heraus, wahnsinnig viele Torschancen herausgespielt haben. Und natürlich will ich irgendwo vorgreifen, ich glaube, das war nicht Spiel gegen Schalke und Löwen in dem Maße nicht der Fall. Und deswegen hundertprozentig klar, heute wäre eine Punkteteilung absolut gerechtfertigt gewesen.
was mich natürlich im allerhöchsten Maße nachdenklich stimmt. Und deswegen kann ich jetzt hier nicht Freudensprüngen ausatmen oder das Ganze ausatmen. Ist einfach die Tatsache, dass wir auf der einen Seite den Anspruch haben, wiederum eine Mannschaft zu sein, die im Ober- und Drittel sein möchte. Und ich glaube, diesen Anspruch, den formulieren wir nicht, weil er uns von oben aufgestülpt wird, sondern weil jeder einzelne Spieler bei uns im Kader an sich selbst hat. Und wenn ich dann natürlich sehe, was wir umgedreht anbieten, dann ist das derzeit den Ansprüchen nicht genügend. Denn ganz klar, wir haben heute eigentlich eine, vor allen Dingen im Zentrum, relativ kompakte, eher defensiv ausgerichtete Truppe gesehen. Und dann muss man ganz klar sagen, wenn du dann am Ende ein Fußballspiel 2-1 gewinnst, dann muss das so ablaufen, dass du vielleicht 3 Torschüsse im ganzen Spiel hast, aber der Gegner aus Zufall aus 30 Spielern bei den Gegner geschossen hat. Aber ganz sicher nicht, indem du am Ende durchatmen musst, weil du 300-500%ige Möglichkeiten des Gegners überstanden hast mit einem großartigen Poppenburg. Das kann dann nicht unser Anspruch sein. Und deswegen ist es derzeit sehr, sehr schwierig, dieses Spiel dann auch tatsächlich richtig einzuordnen. Mit Sicherheit positiv, dass wir von der Bank aus das Spiel komplett verändern können. Dadurch haben wir natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, auf ein Spiel zu reagieren. Das haben Erdschan und Stiebe, vor allen Dingen Erdschan heute wiederholt, überragend gemacht. Aber nochmal, es kann nicht der Anspruch sein, immer mit einem solchen Kraftakt solche Spiele zu gewinnen. Das ist ein ganz, ganz übles Spiel mit dem Feuer, was du auf Dauer nicht bestehen wirst. Danke, Uwe. Gibt es Fragen von der Presse an die Trainer? Sehe ich keine, dann würde ich die Pressekonferenz beenden, den Gästen eine gute Heimreise wünschen und einen schönen Sonntag an alle.